Bleiben Sie bitte ruhig. Es ist keine Gefahrendrohung im Anmarsch oder sonst irgendwas. Gehen Sie einfach ganz normal nach Hause, bitte. In diesen Sekunden kommt die Meldung von der deutschen Presseagentur, dass es sich um ein drohendes Sprengstoffattentat von Islamisten gehandelt haben soll. Es habe entsprechende Hinweise auf einen Anschlag gegeben, der von islamischen Gefährdern geplant gewesen sei. Das schreibt die dpa und sie hat diese Informationen aus Sicherheitskreisen, wie sie schreibt. Also die Informationen verdichten sich, dass es also konkrete Anschlagsdrohungen oder beziehungsweise Hinweise auf einen geplanten Sprengstoffanschlag in oder vor dem Stadion gegeben hat und deshalb dieses Länderspiel vorsichtshalber abgesagt wurde. Anschließend gab es Polizeikontrollen. Alle Autos rund um das Stadion wurden kontrolliert. Dadurch gab es lange Staus. Möglicherweise, also so kann ich mir das jetzt nur zusammenreimen, wenn es eine akute Gefahr gegeben hätte, hätte man dafür gesorgt, dass die ganzen Fans und die ganzen Autos so schnell wie möglich aus der Gefahrenzone rauskommen. Wir wissen, dass heute in Deutschland es 7 Festnahmen mindestens gab, und zwar in Alsdorf bei Aachen in Nordrhein-Westfalen. 7 Menschen, 5 Männer und 2 Frauen wurden festgenommen, unter dem Verdacht, etwas mit den Anschlägen von Paris am Freitag irgendwie zu tun zu haben. Sie wurden festgenommen im Zusammenhang mit den Ermittlungen zum Terror von Paris. Später stellte sich heraus, dass diese 5 Personen offenbar damit nichts zu tun hatten. Es wurde sich bei ihnen entschuldigt und sie wurden am Abend wieder freigelassen. Matthias, es gibt ja jetzt in Niedersachsen bereits Meldungen, dass offenbar ein Rettungswagen mit Sprengstoff vor dem Stadion gewesen sein soll. Weißt du da schon Näheres zu oder sind das tatsächlich jetzt nur auch Geschichten aus der Gerüchteküche? Also ich würde es nicht als Gerücht aus der oder als Ergebnis aus der Gerüchteküche abtun. In der Tat macht das hier die Runde und wird auch immer wieder bekräftigt, dass es genau so gewesen sein soll, ein Krankenwagen mit Sprengstoff. Wir haben gerade eben hier die Eilmeldung bekommen, dass der Hinweis auf einen Anschlag von einem ausländischen Geheimdienst gekommen ist, also von einem drohenden islamistischen Anschlag. Was genau war denn der Hintergrund der Gefährdung? Was hätte passieren können? Wovor, was war der Gefährdungsgrund, warum Sie abgesagt haben? Was war der zeitliche Ablauf, dass die Entscheidung nachher so klar war, wie wir sie beide getroffen haben? Ich verstehe diese Fragen. Dann verstehen Sie bitte, dass ich darauf keine Antwort geben möchte. Also es hat keine Festnahmen gegeben bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt. Und zur Frage, ob schon Sprengstoff gefunden worden ist, kann ich bis zum jetzigen Zeitpunkt auch sagen, nein. Es gab ja geraumere Zeit vor dem Spiel das Gerücht, dass ein Koffer gefunden worden sei mit Sprengstoff. Da durfte man erstmal auch wieder durchgepackt war zum Stadion. Tatsächlich hat sich das dann als falsch herausgestellt. Jetzt habe ich die Information oder haben wir die Information, dass es Sprengstoff in einem Krankenwagen gegeben haben soll. Wissen Sie dazu schon etwas? Gab es da Sprengmittel, die in einem Krankenwagen waren? Auch das lässt sich bislang nicht bestätigen, dass es in irgendeinem Krankenwagen oder Fahrzeug, das im Stadion war oder um das Stadion herum geparkt war, Sprengstoff sich befunden hätte. Bleiben Sie bitte ruhig. Es ist keine Gefahrendrohung im Anmarsch.